Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Ja, wir sind heute unterwegs in Felsheim und fahren heute die Linie 7 vom, irgendwo Niederberg Bahnhof, genau, Niederberg Bahnhof, nach Felsheim-Zopp. Ich habe mir hier den Citao Facelift in DB Rheinland-Bus Repaint ausgesucht. Finde ich ganz cool. Hab aber die wunderschönen Radkappen entfernt, weil die gefallen mir nicht. Ja, und wir werden jetzt mit dem Gelenkbus fahren. Jetzt gerade bei der Auswahl des Fahrplans habe ich dann leider gesehen. Habe ich dann leider gesehen, es soll eine Solobus-Version sein. Oder Solobus-Linie. Ne? Aber ich denke, wir kriegen das hin. So, jetzt muss ich natürlich... ich habe hier ein bisschen umgeräumt, weil man hört... Das Pedal war jetzt ein bisschen weit weg. Ich habe nämlich einen zweiten Monitor jetzt bekommen. Wunderschön. Jetzt kann ich nämlich hier rechte Seite OBS aufnehmen und sehe dann auch, dass aufgenommen wird. Weil das war nämlich vorher leider nicht so. Hallo. So. Ich muss mich dann noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich sehe das nämlich jetzt, was ich hier mache, auch noch auf dem rechten Bildschirm. Uiuiuiui, da werde ich ganz nervös. Ich sehe mich quasi selber. Nein, also mich nicht, aber das, was hier so auf dem linken Bildschirm passiert. Ah, einen Fahrschein möchte die Omi. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke natürlich, immer gerne. Was haben Sie bitte? 80. Danke. So, bitteschön. Ja, wir müssen losfahren in 1,8 Minuten. Also wo ist denn die Uhrzeit? Da, 12.18 Uhr. Ja, irgendwas mit 12.20 Uhr, glaube ich, war es. Ne? Ja, genau. 12.20 Uhr. Ja. Haben also noch einen Moment Zeit. Erstmal danke, dass ihr so zahlreich das die Aachen-Videos geschaut habt. Hat mich echt überwältigt, wie viele Zuschauer da jetzt mittlerweile so reingeguckt haben. Und auch die vielen, vielen Kommentare finde ich sehr gut. Auch natürlich für die Ersteller, dass man da vielleicht noch das ein oder andere verbessern kann. Ist immer wichtig, dass da auch mal die Meinung gesagt wird, ne? Licht mal an. Und ich denke, da wird es dann auch in der nächsten Zeit mit Sicherheit noch das ein oder andere Update geben. Wir fahren heute auf jeden Fall mal nicht in Aachen, weil wir ja da schon quasi erstmal alles gesehen haben. Wird aber auf jeden Fall auf dem Kanal noch ein paar Mal kommen, so wie Hamburg ja auch öfter kommt, weil mir gefällt die Karte und der Bus echt richtig gut. Ja, leider ist es im Moment halt auch noch nicht möglich, den Bus von Aachen zu repainten. Da dann noch... zumindest nach meinem aktuellen Stand noch das, die Vorlage fehlt. Ansonsten glaube ich, wäre das auch ein schöner Bus, den man halt auch auf anderen Karten fahren kann. Schon alleine wegen des Kassensystems finde ich, man sollte dann auch da mal langsam losfahren. Ist der Bus auf jeden Fall gesetzt bei mir. Also, ne? Die Pfeile. Nach rechts müssen wir. Habe ich überhaupt nicht. Ihr meckert doch nicht schon direkt in der ersten Kurve hier rum. Arschlöcher. Echt. Ja, auf jeden Fall wird der Bus dann auch noch öfter hier zu sehen sein. Sobald man den dann repainten kann. Also es wird dann auch... Ich hoffe, der James ist dann so nett. Ein Ruhrau-Repaint geben. Oder ich versuche mich da selber mal nochmal dran. Mal schauen.
Mhm. Okay, ist ein bisschen enger hier. Der Stadtplatz. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Hallo. Tag. Können Sie die Heizung anmachen, bitte? Ah, Heizung. Wo haben wir nochmal Heizung hier in dem Bus? Die haben wir hier unten. Heizung. Da stand Heizung auch mal an. Und dann geht's weiter. Ja, weiter geht's auch mit den OMSI-Add-ons, die ja dann erscheinen werden. Und zwar nächste Woche, wenn ich da nicht... Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Wo müssen wir denn jetzt hin? Links, genau. Nächste Woche wird es dann Rheinhausen geben. Von Harlicon vertrieben. Und dann, glaube ich, im November dann nächste entsprechend London. Kirchstraße. Ja, und wann die anderen, also Hafen City und auch der Doppelgelenkbus tatsächlich dann erscheinen werden, steht ja irgendwie noch in den Sternen. Also ich habe zumindest kein Release-Datum dazu gesehen. Da lassen wir uns dann einfach mal überraschen, ne? Die Brücke hier finde ich geil. Habe ich das schon gesagt? Muss ich jetzt echt noch ein Stück weiter vorfahren, damit du hier einsteigst, oder was? Ja, da oben der Spiegel ist schwarz, warum auch immer. Schnell rum, bevor da einer kommt. Schön weit ausholen. Ne, Mario? Der hört ja auch komischen Fahrstil. Ja, ich habe einen ganz komischen Fahrstil, ich weiß. Nächste Haltestelle, Niederberg Bahnhof West. Es besteht der Übergang zu den Zügen der alten Isartalbahn. Das war knapp. Ja, und dann auf diese neuen Add-ons bin ich dann auch noch gespannt. Ne? Also Rheinhausen, klar, ich glaube, die meisten freuen sich da irgendwie drauf. Obwohl es ja auch quasi wie Gladbeck ein Remake einer Freeware-Karte ist. Aber da lassen wir uns dann echt mal überraschen, ja, wie die Umsetzung ist, wie viele neue Objekte es da dann tatsächlich gibt. Oh. Und so, ne? Und neuen Bus gibt es ja auch, in Anführungsstrichen. Hallo. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Hallo? Achso, da. 6,70, ne? Dankeschön. Bitteschön. Und da gibt es ja den T2, glaube ich, als Überland-Variante, wenn ich da das so recht noch im Kopf habe. So, Haltestellenbremse sollte man rausmachen. Also quasi noch eine Version von wahrscheinlich Darius Bus. Niederberg Waldallee. Aber gut, auch da wollen wir da mal ganz offen rangehen, ne, und uns das mal anschauen, wenn es dann erschienen ist. Wird es natürlich auch hier wieder eine Vorstellung geben, dieses Add-ons. Und von London, naja, also von den Bildern bin ich da nicht so ganz so überzeugt im Moment, aber auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ja, ich weiß. Also diesmal muss ich halt mal ein bisschen bremsen. Nein, nicht das Schildrahmen. Nein. So. Schaffen wir.
Ich habe einen ganz normalen Fahrstuhl. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler, natürlich, gerne. Da. Ja, 1 Euro zu viel gegeben. Hätte er ja ruhig mal nehmen können, ne? Oder? Finde ich. Also ich wollte ihm jetzt mal 1 Euro schenken. Kann man ja ruhig mal einstecken. Ja, und ab morgen, ganz gespannt könnt ihr da sein, gibt es ein neues Chaoten-Projekt. Ab morgen erscheint die erste Folge, oder am morgigen Tag. Und zwar die Chaoten-Baustelle, ja. Wir halten uns da auch nicht wirklich an irgendwelche Bauvorschriften oder so. Schaut da einfach mal rein um 16 Uhr morgen. Erste Folge und dann alle 2 Tage um 16 Uhr. Also der Dreh hat auf jeden Fall Mods Gaudi gemacht, zusammen mit dem Josh, dem Julian und dem James. Allerdings war der James, unser Firmeninhaber, manchmal ein bisschen kniepig zu Josh und Julian. Aber das werdet ihr dann sehen, ne? Also schön einschalten. Chaoten-Baustelle ab morgen. So. Jetzt möchte ich hier gerne weiterfahren, bitte. Und, James, falls du das hier sehen solltest, ich werde dich demnächst nochmal ansprechen wegen dem Das geht mir irgendwie auf den Zeiger. Ich möchte hier ein Klick, Klick, Klick haben. Aber jetzt möchte ich erstmal grün haben, genau. Und da habe ich die Ampel dann mitgenommen, okay. Ja, diese Simple Street Kreuzungen sind echt toll. Habe ich ja auch auf Ruhrau in der ersten Version verbaut gehabt. Katastrophe. Also von den Abmessungen her echt ziemlich doof. Sind da ja jetzt auch in Ruhrau verschwunden. Kann ich nur empfehlen. Gerade die mit diesen Inseln, die sind echt der Horror. Ja, ich werde auf jeden Fall, oder ich probiere im Moment so ein bisschen das neue, ein neues Aufnahmeprogramm auf, ne, aus. Der Julian und der Yoshi benutzen das schon länger, OBS. Mal schauen, ob mich das zufriedenstellt. Ein Vorteil ist zumindest schon mal, dass es direkt MP4-Format erstellt. Das heißt, hinterher bei der Bearbeitung geht es auf jeden Fall deutlich schneller. Schöne Sicht hier, muss ich sagen. Cool gemacht. Weiß gar nicht, wie alt ist Felsheim eigentlich? Die Karte. Weiß ich gar nicht. In 300 Metern müssen wir rechts. Ja, weil Shadowplay, das was der James aktuell benutzt, hat mich da tatsächlich leider nicht so wirklich überzeugt. Zum einen hatte ich da richtig Tonprobleme. So ein Kratzen und so, also nicht nur was meine Stimme anging, sondern auch was den Spielesound anging. Und ja, das wollte ich euch dann auch nicht weiter zumuten. Zum anderen muss man da hinterher aufpassen, weil Shadowplay teilt die Aufnahme, wenn sie zu groß ist, in verschiedene Parts. Ich weiß gar nicht, ab welcher Größe jetzt genau. Auf jeden Fall hat man dann, wenn man so eine Aufnahme gemacht hat, dann hinterher aber 3 Dateien zum Beispiel. Fällt mir persönlich jetzt hier nicht so, weil ich bin ein Mensch, der dann auch gerne mal so ein Teil vergisst, ne? Man wird ja nicht jünger. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal entschieden, mal OBS auszuprobieren.
Das Schöne ist, die Programme sind ja alle kostenfrei. Sodass das auch kein Problem ist, ne? Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein? Ach nee, nee, da. Ja, also von daher kann man das ruhig immer ausprobieren. Man hat da keine Kosten. Das ist schon mal das Schöne daran. Ja, und dann muss ich halt noch überlegen. Kaufe ich mir eventuell doch ein neues Programm zum Schneiden? Muss ich mal sehen. Weil die Dinger sind ja nicht gerade günstig. Und ja, dadurch, dass ich jetzt vor einem guten Monat oder so eine neue Grafikkarte mir gekauft hat, ne, die GTX 1060 und jetzt entsprechend nochmal den zweiten Monitor. Einen wunderschönen Acer 24 Zoll. Also so einen, wie ich schon mal hatte, aber in neu. Fand ich irgendwie so die... Aha, ihr fahrt schön ineinander. Fand ich irgendwie so die beste Lösung, weil die sind von der Höhe gleich und so und von der Auflösung gleich. Von daher ist das dann einfach, dass man so mal eben rüber, rechts rüber guckt und fertig, ne? Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Natürlich, gerne. Was kostet der denn nochmal? Ach ja, 1,90. Dann sind wir bei 2. Bitteschön. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, und alles geht halt nicht, ne? Man kann sich halt nicht immer alles so leisten. Nächste Haltestelle, Waldau-Kirche. Man hat ja auch noch andere Verpflichtungen im Leben. Und es dreht sich nicht alles nur um OMSI und YouTube. Entschuldigung, da war ich etwas zu forsch. Der war auch sehr forsch. Waldau. Ah, ein Gegenfahrt. Auch ein schönes Repaint gewesen. Leider hatte ich jetzt keinen so auf die Schnelle gefunden für den Bus, deswegen habe ich mich für das DB Rheinland-Bus entschieden. Wieso hatte ich eigentlich einen Unfall? Mhm. Ah ja. OMSI, weil es geht. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen vor. OMI. Ja, super. Sie hatte anscheinend keinen Bock zu laufen. 2. Ach ja, wieder ein zu viel. Naja, egal. Die Omi nötigt dann lieber den Busfahrer nochmal einen Meter vorzufahren. Nächstes Mal lasse ich das stehen. Kann sie eine Stunde warten, bis der nächste Bus kommt. Die olle Funz, die. Nächste Haltestelle, Unterau. Die? Ach, Unterau.
Oi. Ich weiß gar nicht, was es sich da zu beschweren gibt, Oma. Erst ihr nicht richtig einsteigen wollen, ne? Nicht laufen wollen und dann sich beschweren, ey. Das habe ich ja gerne. Unglaublich. Ja, dieses Zwischenspeichern von Omsi, das ist auch immer geil. Da hakelt es dann immer so ein bisschen. Deswegen hatte ich das eigentlich mal ausgeschaltet. Aber zwischendurch ist es gar nicht so verkehrt, wenn Omsi dann nicht mal abschmiert. Dann hat man zumindest die Situation mal gespeichert, ne? Aber bei jedem Anhalten dann dieses Speichern. Da, und wieder. Situation zwischengespeichert. Kleiner Ruckler. So, wieder kleiner Ruckler. Es ist traumhaft, echt. Und da kann ich jetzt nichts sehen. Dann fahren wir einfach.